Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, euer Rekrutierer, der Tobi. Spannendes Thema, Lieblingsthema von mir, was ich heute für euch vorbereitet habe. Das Thema Elevator Pitch, Geschäftspartnergewinnung für Vertrieb und Network Marketing. Ja, also was sagt man wem, um ihn tatsächlich auch fürs Geschäft zu begeistern? Vorab hole ich vielleicht mal ein bisschen aus. 80 oder vielleicht sogar 90% aller Menschen, die im Network Marketing starten, sind aus meiner Sicht klassische Produktnetworker, die auch aufgrund der Produkte diese Branche, diese Szene oder dieses Geschäft kennenlernen. Ja, also Mensch, der eine bestimmte Problematik hat, bekommt ein bestimmtes Produkt empfohlen von irgendjemandem, was er dann auch nutzt. Aber oftmals ist es dann so, dass derjenige, der das Produkt empfohlen hat, natürlich auch gern möchte, dass derjenige, der das Produkt nimmt, jetzt auch das Geschäft macht. Aber das ist in der Praxis gar nicht so leicht, weil man muss ja bei demjenigen dann so eine Art Umprogrammierung vornehmen. Umprogrammierung bedeutet, derjenige war des Produktes wegen da und jetzt soll der auf einmal noch Geld verdienen oder Business machen oder zweites Standbein aufbauen. Und das ist oftmals gar nicht so leicht. Und deswegen macht es also Sinn, tatsächlich Menschen, wenn man sie fürs Geschäft begeistern will, für ein Zusatzeinkommen, für ein zweites Standbein oder dergleichen, von vornherein vielleicht auch gleich mal aufs Geschäft anzusprechen. Wie das geht, was man dazu sagen kann, welche Elevator-Pitches oder welches Wording man dazu verwenden kann, da habe ich gleich ein paar Beispiele für euch vorbereitet. Vorab vielleicht ein Spruch oder eine allgemeingültige Weisheit, die ihr euch auf alle Fälle merken solltet, die da heißt: Sprichst du als Networker über Produkte oder über den Nutzen deiner Produkte, wirst du Kunden gewinnen. Sprichst du als Networker über deine Geschäftsidee, über die beruflichen Möglichkeiten oder über das Karrieresystem, wirst du Partner, wirst du Geschäftspartner gewinnen? Sprichst du über deine großen Visionen, über deine Ideen, über Zukunftsvisionen, wirst du wahrhaftige Leader um dich sammeln? Und das muss man sich kurz mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja auch klar. Wenn ich über Produktnutzen spreche, dann werde ich Kunden gewinnen, die oder Menschen gewinnen, die die Produkte nutzen. Spreche ich über eine Geschäftsidee, dann werde ich Leute gewinnen, die Geld verdienen wollen. Und spreche ich über meine großen Visionen, dann werde ich tatsächlich auch Leute um mich scharen, die, ich sag mal, wegen des großen Bildes bei mir mitmachen, die Teil eines großen Ganzen, einer großen Sache werden wollen oder sein wollen. Ja, das sind so diese drei Unterschiede. Und deswegen bitte jetzt an der Stelle schon mal für dich überprüfen und auch ehrlich zu dir sein, worüber redest du den ganzen Tag? Wie ich hatte es vorhin schon gesagt, 80, 90% aller Networker reden den ganzen Tag über ihre Produkte. Und es ist ja auch okay, weil man dadurch sehr, sehr schön, sehr, sehr viele, sehr, sehr oft Kunden gewinnen kann. Aber man darf sich dann, glaube ich, auch nicht beschweren, wenn diese Kunden halt nicht alle auch das gleichzeitig das Geschäft machen wollen. Das ist eine logische Abfolge dessen, was du gesät hast. Also das, was du säst, wirst du ernten. Wenn du Kunden säst, hast du auch Kunden und aus 10 Kunden wird vielleicht einer Geschäftspartner. Wenn ich aber, und das möchte ich heute in dem Video mit euch besprechen, wenn ich von vornherein den einen oder anderen gleich aufs Geschäft pitche, auf die Geschäftsidee oder auf die Möglichkeit, dann muss ich davon ausgehen, dass ich vielleicht nicht ganz so viele für mich und meine Mission gewinne, aber diejenigen, die ich gewinne, sind dann auch des Geschäftes wegen dabei. Und die brauche ich nicht umtransformieren, die brauche ich nicht umbiegen oder dergleichen. Die Wahrheit ist, Kunden machen ist in den meisten Networks natürlich sehr, sehr einfach oder viel einfacher. Und jemanden auf die Geschäftsidee zu gewinnen, ist schon aus meiner Sicht ein bisschen herausfordernder. Aber sozusagen, ich habe von vornherein klare Verhältnisse, warum jemand antritt, warum jemand einsteigt und ich muss ihn nicht erst umerziehen. Wie gesagt, alles eine Frage der Philosophie, aber ich bin ja so geprägt, vertrieblich geprägt, Leute auf die Geschäftsidee zu pitchen und noch anzusprechen. Und deswegen möchte ich euch hier mal ein paar Ideen oder ein paar Strategien an die Hand geben, wie man das machen kann,
vom Wording her, um sozusagen den Nutzen der Geschäftsidee von vornherein in den Vordergrund oder in den Fokus zu stellen. Und das, was ich euch jetzt hier sage, das könnt ihr nehmen, wenn ihr Direktkontakte macht, also wenn ihr fremde Leute irgendwo ansprecht. Das könnt ihr machen, könnt ihr hernehmen, wenn ihr im warmen Markt arbeitet, also wenn ihr aus euren Kontakten oder aus euren Namenslisten raus Leute kontaktiert und pitcht. Das könnt ihr hernehmen, wenn ihr Leuten WhatsApp schreibt oder wenn ihr die anruft. Das ist vollkommen egal. Wichtig ist nur eins klar: Die Botschaft ist Geschäftsidee, weil wir sprechen hier von sogenannten motivbezogenen Ansprachen. So, und da muss man sich mal jetzt mal vorstellen, was könnte denn das Motiv der breiten Masse da draußen sein? Was könnte das Motiv sein für jemanden, damit er im Geschäft anfängt? Und die erste Ansprache, die ich euch an die Hand geben möchte, ist die, dass ich zu jemandem sage: Okay, der Grund, warum ich dich heute anrufe, der Grund, warum ich dich kontaktiere, ist folgender: Ich habe eine Möglichkeit kennengelernt, ein zweites Rentenkonto aufzubauen. Also ein Rentenkonto, was unabhängig von staatlicher Entwicklung, Demografie, wirtschaftlicher Entwicklung funktioniert und was sozusagen parallel neben deinem richtigen Rentenkonto läuft. Merkt ihr was? Also ich habe die Möglichkeit, dir eine Chance zu geben oder einen Weg aufzuzeigen, ein zweites Rentenkonto aufzubauen. Das ist eine motivbezogene Ansprache, die auf das Thema Sicherheit oder Zukunft oder Rente, insbesondere im Alter, abzielt. Wobei, kleine Anmerkung am Rande: Wann kann man in Rente gehen? Nicht, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, sondern richtig, wenn man es sich leisten kann. Also mit einem Network ein zweites Rentenkonto aufzubauen, das kann durchaus dazu führen, dass man schon mit 40, 45 oder 50 in Rente geht. Wie gesagt, weil es nicht ans Alter gekoppelt ist, sondern weil man sich's leisten kann. Guck mal, das zweite Thema ist ja ein Thema der heutigen Zeit. Wir leben im Zeitalter, wo nichts so sicher ist wie der ständige Wandel. Das wissen wir mittlerweile. Wir haben Digitalisierung, Globalisierung, Disruption. Das sind die drei großen Schlagworte. Und wenn wir vor 20 Jahren noch gesagt haben, die Geschäftsidee ist für jeden geeignet, Network Marketing oder Vertrieb, dann ist sie das heute mindestens 10 oder 15 Mal mehr, weil mittlerweile spüren es die Menschen jeden Tag am eigenen Leibe. Und eine Ansprache aufs Geschäft oder aufs Geld verdienen könnte im Prinzip die sein, dass ich sage: Ich rufe heute an oder ich kontaktiere dich, weil ich habe eine brandheiße Möglichkeit für dich, einen beruflichen Plan B kennenzulernen, während dein beruflicher Plan A noch funktioniert. Also damit ist im Prinzip auch das Argument ausgehebelt: Ich habe einen guten Job oder ich bin gut versorgt. Ja, freut mich für dich, das soll auch so sein und ich hoffe, dass das auch in Zukunft so sein mag. Aber was wäre, wenn? Schon mal drüber nachgedacht? Wir leben im Zeitalter der beruflichen Prävention, ist dieses Stichwort. Also den Plan B kennenzulernen, während der Plan A noch funktioniert. Geile Pitch. Oder ihr sagt: Ich rufe an, ich kontaktiere dich, weil ich habe ein total geiles, alternatives Lebens- und Einkommenskonzept kennengelernt, was ich dir unbedingt mal vorstellen möchte. Also alternativ jetzt nicht im Sinne von esoterisch, sondern alternativ im Sinne zu den klassischen Mainstream-Konzepten, die wir sozusagen von der Prägung her von Natur aus kennen. Dieses 9 to 5, lerne einen Job, geh in die Arbeit. Also ich habe was anderes. Ich habe ein alternatives oder ein ganz, ganz spannendes oder ein hochgradig interessantes Lebens- und Einkommenskonzept kennengelernt, was ich unbedingt mal mit dir teilen möchte. Das muss ich dir zeigen. Du wirst begeistert sein. Merkt ihr was? Das hat Griff und das hat nichts mit dem Produkt zu tun. Übrigens, das war die dritte Ansprache, die nichts mit einem Produkt zu tun hat. Die funktioniert vollkommen unabhängig, in was für einem System ihr seid, was eure Produkte sind, wie eure Vergütungspläne sind, wie eure Karrierepläne sind und dergleichen. Ja? Oder wenn ihr euch jetzt vielleicht, wenn ihr den ein oder anderen Unternehmer in eurem Kontaktkreis habt oder auch für eure Geschäftspartner, da lohnt sich durchaus mal Gedanken zu machen: Okay, welche
unternehmerbezogene Ansprache kann ich denn kreieren? Und dort könnte man zum Beispiel sagen, ich habe eine brandheiße Möglichkeit für dich, ein unternehmerisches Existenzsicherungsmodell oder ein Existenzsicherungskonzept kennenzulernen. Also ein Konzept, was dir Einnahmen oder Einkünfte generiert, falls sozusagen vielleicht mal die Einnahmen oder die Umsätze aus deinem Hauptgeschäft runtergehen oder zurückgehen oder dergleichen. Wie gesagt, wir wollen es nicht hoffen. Aber ich promote gerade ein brandheißes, exklusives, unternehmerisches Existenzsicherungskonzept. Merkt ihr das? Und wenn wir das vielleicht noch mit ein paar interessanten Adjektiven schmückt vom Wording, dann hat das richtig Kraft. Oder wenn du jetzt einen Unternehmer oder Selbstständigen da hast, dem du sagst, okay, ich habe eine Möglichkeit sozusagen mit lokaler Arbeit, mit lokalen Aktivitäten, also ein Geschäftsmodell, was mit lokaler Arbeit oder lokalen Aktivitäten die Möglichkeit eröffnet, an überregionalen oder an internationalen Wachstumsmärkten zu partizipieren. Merkt ihr was? Da könnte es durchaus sein, dass bei dem einen oder anderen Selbstständigen, bei dem einen oder anderen Unternehmer die Lampen angehen und der sich die Frage stellt, okay, mit lokaler Arbeit an überregionalen Wachstumsmärkten partizipieren oder gar an internationalen Wachstumsmärkten, das ist geil, ja? Hat nichts mit dem Produkt zu tun, das ist eine rein geschäftliche Ansprache. Oder wenn du zum Beispiel einen Studenten hast, da sagst du, okay, ich habe eine Möglichkeit, ein Konzept, was speziell für Studenten Sinn macht. Es gibt die Möglichkeit, bei mir schon während des Studiums Erfahrungen in der freien Wirtschaft zu sammeln, das Ganze außergewöhnlich gut bezahlt und bei freier Zeiteinteilung. Also du sprichst alles an, was dem Studenten wichtig ist, außergewöhnlich gute Bezahlung, freie Zeiteinteilung plus die Erfahrung in der freien Wirtschaft zu sammeln. Das während des Studiums. Der will sein Studium nicht aufgeben. Das soll er auch nicht. Deswegen ist er angetreten. Dem das jetzt auszureden, das wäre Schwachsinn. Aber Erfahrungen in der freien Wirtschaft zu sammeln, während des Studiums, das ist genau das Motiv, was er unter Umständen hat. Ja? Und die letzte Idee oder die letzte Pitch zum Thema geschäftliche Ansprache oder Ansprache auf die Geschäftsidee ist die, dass er sagt, okay, ich habe die Möglichkeit für dich ein berufliches Anschlusskonzept kennenzulernen für deine Zeit nach der Kindererziehung. Also, dass man jetzt sich mal Gedanken macht, wo sind denn Berufe oder wo sind denn Zielgruppen, die ein berufliches Anschlusskonzept brauchen? Das sind zum Beispiel Mütter nach der Kindererziehungszeit oder nach der Karenz. Das sind zum Beispiel Menschen, die als Berufssoldat in der Bundeswehr tätig waren. Das sind alles Menschen, die machen das nur eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte Zeit lang. Die brauchen danach ein berufliches Anschlusskonzept. Wer könnte noch ein berufliches Anschlusskonzept brauchen? Jemand, der vielleicht nur, ich sage jetzt mal, ein zeitlich begrenztes Engagement hatte in einer Firma, einen Fünfjahresvertrag oder so, wenn ihr davon wisst. Oder der vielleicht mal, das muss ich mir jetzt schnell ausdenken, genau, weil fällt mir ein, Leute, die auf einer Bohrplattform gearbeitet haben, das kann man auch nicht ein Leben lang machen. Also wenn du das 10 Jahre gemacht hast, dann musst du da wieder runter, weil das hält ja kein Mensch ein Leben lang durch. Und wenn man hier so ein bisschen nachdenkt und sich überlegt, okay, wie kann man demjenigen, also der Fisch muss ja, der Köder muss dem Angler schmecken, nicht dem Fisch, wie kann man demjenigen auch so ein bisschen eine maßgeschneiderte, motivbezogene Ansprache sozusagen präsentieren. Jetzt habe ich euch 5 oder 6 an die Hand gegeben und die Bitte wäre auch, schreibt euch die auf. Ich schreibe die hier und das Video auch drunter, einfach auch nochmal in den Shownotes, dass ihr sie habt. Und die haben sich wirklich in der Praxis bewährt. Nehmt die auf in euer Repertoire und tut euch nicht so schwer, wenn es darum geht, das Geschäft zu promoten. Es ist ganz einfach. Network Marketing kann für jeden alles sein. Man muss es nur in der Lage sein, sozusagen vom Wording im Wortlaut zu formulieren und in seine Pitch zu verpacken. Es funktioniert wunderbar, funktioniert wie die Sau und allen, denen ich das an die Hand gegeben habe, die haben damit massive Erfolge in der Ansprache, in der Praxis. Was mich jetzt natürlich noch brennend interessiert, ist, was habt ihr für eine Elevator Pitch?
wenn es um die Ansprache aufs Geschäft geht. Welches Wording verwendet ihr? Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das wirklich hier unter das Video mal drunter schreibt in die Kommentare, weil ich hätte gern, dass wir mit diesem Video so viel wie möglich Menschen da draußen im Network Marketing den höchstmöglichen Nutzen bieten, ihr Wording und ihre Ansprache zu verbessern und zu optimieren. Also schreibt mir das gerne drunter, haut mir das hier rein. Wenn ihr natürlich eine Möglichkeit habt, wo ihr sagt, hey, ich pitche nur aufs Produkt und mache dann im Follow-up mit Produktnutzern sozusagen meine Geschäftspräsentation, ist auch cool. Vielleicht habt ihr auch eine richtig coole Pitch oder eine coole Ansprache aufs Produkt, die ist natürlich auch jederzeit herzlich gewonnen. Herzlich willkommen, ganz klar. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like. Ja, ihr wisst ja, wie die Sache funktioniert. Abonniert unbedingt unseren Kanal vom Rekrutier. Leitet es auch gerne an eure Vertriebspartner weiter. Und ja, freue mich schon aufs nächste Video. In diesem Sinne, viel Spaß mit euren neuen Pitches und mit der geschäftlichen Ansprache.